Nikola, ich habe so eine Idee für ein Spiel. Hey Leute, sorry für die Unterbrechung. Dieses Video ist eigentlich Teil eines größeren Videos, nämlich einen 2-Stunden-Talk, den wir aber nicht hier, sondern auf Nils Extended hochladen. Das ist Nils neuer Zweitkanal, den ihr gerne folgen könnt. Der Link ist in der Beschreibung und in den Kommentaren. Und da könnt ihr euch dann ab dem 2. August die komplette Story anhören. Rund um Nils Spiel.de, Rocket Words und noch ganz andere Themen, die wir noch besprochen haben. Hier in dem Video geht es nur um Nils Spiel.de und um seine App Rocket Words. Da könnt ihr auch hinskippen, wenn ihr jetzt nicht die Story über die Spiel.de hören wollt, sondern nur Rocket Words. Hier seht ihr den Timestamp dafür. Schaut gerne auch bei Nils Extended vorbei. Ab dem 2. August gibt es dann den kompletten Talk, wenn ihr da reinhören wollt. Bis bald und viel Spaß jetzt mit dem Video. Oh. Und ich gehe mal so, manchmal so, wenn ich im Bett liege, denke ich so darüber nach und dann spiele ich das in meinem Kopf, so bis ins letzte Detail. Aber das kannst du nicht programmieren. Ah, oh, das ist doof. Na gut. Weil es zu kompliziert. Und ich denke aber manchmal so, ey, ist es so, jeder hat ja Ideen, ist ja völlig klar, aber ist das eine Option, dass man einfach so, wie macht man das am besten? Schreibt man ein Konzept und geht dann zu Investoren oder muss man selber Geld bezahlen? Schrecklich. Damit das jemand baut? Tja. Es gibt so und so Varianten. Wenn du ein Team findest, was motiviert ist, was Bock drauf hat, dann kann man das auch vorfinden, also so machen. Mhm. So ein Game Design Dokument ist immer ganz gut, wenn man so ein bisschen eine Vision hat. Was man. Ich weiß, kennst du das nicht, so wenn man so, und so alles, wenn man so an so einer Idee rumwerkelt und man ist so verästelt das bis ins kleinste Detail, wie so Sachen funktionieren und so? Das ist gefährlich. Wenn man gleich das Konzept fertig ausarbeitet. Warum? Das dann. Aber weißt du, es gibt ja so ein Team, was mitreden will. Wenn man dann sich an ein Team wendet, um das dann anzugehen, das Projekt, dann ändert sich das komplett. Ich bin der Game Designer, die sollen das einfach nur umsetzen. Hallo, ich mache niemanden, der mitredet. Ich habe so einen Diktatorkomplex. Hallo? Ja, okay, das wird ein bisschen kompliziert. Wie jetzt mitreden? Glaubst du, Napoleon ist da zu seinen Offizieren gegangen und hat gesagt, könnt ihr alle, wenn ihr wollt, könnt ihr alle mitreden, was wir als nächstes machen? Aber ich glaube, der hat die bezahlt. Nee, die werden nicht dafür bezahlt. Ich bin der Game Designer, die werden dafür bezahlt, dass sie es umsetzen, was ich will. Ja gut, wenn du sie bezahlst. Ich weiß doch alles. Die brauchen das doch nur. Ich weiß alles. Du musst halt nur sehr viel Geld haben dafür. Ja, wie viel braucht man denn dafür, wie viel Geld? Ach, für Festanstellung von einem Programmierer wird schon 5.000 pro Monat sein. So viel Geld wollen die haben. 5.000 Euro pro Monat. Für eine Person, ja. Und dann brauche ich aber 100 Programmierer. Das heißt 100 mal 5.000. 500.000 ja, genau, im Monat. Da hast du die Programmierer. Dann jetzt, brauchst du einen Head-Off noch. Dann brauchst du noch einen Grafiker am besten. Am besten eine komplette Abteilung. Dann noch eine QA-Abteilung. Dann noch Producer. Wobei, du bist vielleicht Producer. Also eine Minimal-Indie-Studio ist schon. Das kann eskalieren, das Projekt. Scheiße. Sounddesign brauchst du natürlich auch noch. Marketing wäre natürlich auch nicht schlecht. Naja, darauf kann man erstmal alles verzichten. Erstmal muss das Spiel ja geil sein. Erstmal das Spiel, ja, okay, natürlich. Erst auf Patreon und dann ein Team engagieren. Was hältst du von folgender Möglichkeit? Wenn ich jetzt dieses Konzept schreibe, ne? Ja. Und ich schreibe das komplett so fertig, so einfach 50 Seiten. Ja. Und mach dann so mit AI oder so, mache ich so Bilder, versuche ich Bilder zu machen, die so konzeptartmäßig dem nahe kommen. Und dann kannst du einfach dieses Konzept auf Patreon sozusagen verkaufen oder veröffentlichen. Und, okay. Und ist das realistisch? Nee, ne? Leute lesen sich doch nicht sowas durch und sagen dann, das machen doch Leute nicht. Man muss wahrscheinlich erstmal. Aber da hast du ja keine Rechte mehr dran, oder? Wenn es dann du veröffentlicht hast und dann setzen sich andere Teams hin und klauen die Idee. Ja, aber darf man das einfach machen? Wenn du kein Copyright angemeldet hast oder dass die Schöpfungshöhe nicht erreicht ist. Gibt es nicht sowas wie Ehre? Ja, sollte man meinen, aber nicht in dieser Welt. Man schreibt das ganze Konzept an ChatGPT. Ja. Wie stehen die Chancen auf Elden Ring diese Woche, fragt Arigato. Eigentlich ganz gut, ganz gut, ganz gut. Übrigens hat Fallout London gewonnen. Ah, sehr gut. Dear Fox hat auch eine Idee für ein Spiel, aber ich kann halt nichts draus machen. Es ist so schade. Ja, es ist wirklich schade. Ja, frag einfach mal rum. Beim
Hier, Beans Jam kommen auch nochmal Entwickler zusammen. Kannst du auch mal darum fragen, ja, ob jemand da Bock hat. Also es gibt schon Möglichkeiten. Das ist ein richtig geiles Spiel. Spieleförderung gibt es ja auch noch. Stimmt, Spieleförderung. In meinem Kopf spiele ich das immer. Ich spiele das ja schon, das in meinem cool. Kopf. Das ist gut. Ja, ich hab das. Wenn es funktioniert und Spaß macht im Kopf schon, das mal. Das war super. Ja, okay. Dann kann man ich ja weiß mal, wenn es komplett bescheuert ist, die Idee, dann. Ich weiß nicht, ob es technisch umsetzbar ist tatsächlich. Oh, ich, okay. Ja, das krass. Ist halt immer so ein Ding. Ich werde dann immer geerdet. Ich habe da irgendwelche Ideen und dann kommen Leute, die vom Fach sind, egal in welchem Bereich, und erden mich dann immer und sagen, das geht nicht, aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht einsehen will. Schrecklich, Gemeinheit. Aber ja, das ist ein Problem, ja. Technik ist nur bis zu einem gewissen Grad. Und auch die PCs, die wir heute haben, die können schon einiges, aber die PCs, die halt die meisten Leute haben, die sind halt nicht so gut. Deswegen muss man sich ein bisschen an den Markt anpassen und für schlechtere PCs entwickeln, als man selbst einen hat. Soll ja auch nicht lecken, das Spiel. Soll er nicht ruckeln. Nee, das ist ein richtig geiles Spiel. Ja. Ich schreibe das, weißt du was, ich schreibe das mal auf. Ich setze mich mal irgendwann hin und schreibe das so auf und mache so ein Konzept. Und dann gehe ich auf Patreon. Spendenziel, Unterstützerziel muss ja dann im Millionenbereich sein. Weil ich muss ja den Programmierer bezahlen. Kickstarter wär's dann eher, oder? Ich mache einfach beides. Eher so eine, stimmt, ja. Kickstarter. Es ist ja gar nicht Patreon, es ist Kickstarter. Ich habe die Plattform verwechselt. Genau, es ist Kickstarter. Dann muss ich, was muss ich denn da? Wie viel muss ich denn da? 20 Millionen? Also so wie es sich danach anhört, wäre schon 20 Millionen nicht so schlecht. Die meisten versuchen dann immer niedrig anzusetzen, weil dann die Barriere niedriger ist, dass Leute spenden. Weil wenn du 20 Millionen angibst und dann spenden drei Leute und dann hast du 100 Euro, nee, das ist blöd. Nicht so motiviert. Und es wird ja auch erst ausgezahlt, wenn du das Spendenziel erreicht hast. Deswegen. Aber ich kann dann ja auch so verkaufen, dass Leute ins Spiel eingebaut werden, ne? Genau, das ist immer ganz gut. Wie bei Star Citizen damals, hat er auch ein paar Millionen gemacht. War halt Chris Roberts, der hat ein bisschen mehr Leute erreicht. Ja, nee, das wird schon geil. Ich schreibe das mal auf. Mach das. Dann, ich glaube, ich bin überzeugt. Sehr gut. Warum nicht, ne? Warum sowas, man muss das hier im Leben ja auch mal machen, wenn man dann wirklich irgendwann alt ist und auf dem Sterbebett vor sich dahin sieht und so und dann sagt man so, wie weißt du noch, dieses, so, das will man ja auch nicht, man muss es auch versuchen. Ja, wenn du so einen Traum hast und in der Programmierung, das sage ich oft, gibt es das Konzept von Divide and Conquer, sprich ein Ziel angehen, indem man das durch mehrere Ziele ersetzt, also man macht da Meilensteine. Man macht erst ein kleineres Spiel mit dem Grundumfang, so ein Proof of Concept, dann baut man es weiter zum Prototypen aus. Dann kommt irgendwann der hier Vertical Slice und dann hast du dann irgendwann ein fertiges Spiel. Vertical Slice, ich will einfach, kann man, ich habe das Gefühl, alles, was ich mache in meinem Leben, ist Vertical Slice. Okay, aber zur falschen Zeit. Giga war zu früh. Ja. Rocket Beans war zu früh. Ja. Twitch ist zu spät. Alles ist irgendwie, alles ist genau okay. Aber das Timing stimmt nicht. Und diese Spieleidee, die ich habe, ich bin zu einem. Ist auch einem zu früh. Nein, das, ja. Ich bin in einem Zeitpunkt, wo dieser Markt massiv übersättigt ist und gleichzeitig ist aber noch nicht die Technologie erreicht, dass ich quasi eine KI füttern kann, bei Star Trek das Holodeck, wo ich einfach nur sagen muss, was ich will, und die KI setzt es um. Das ist halt in 50 Jahren vielleicht so. Ja, schießt, aber ist das das große Ziel? Ich weiß nicht, ob dann die Spiele schöner werden, wenn das soweit ist. Wenn jeder sein Spiel raushauen kann durch Prompt. Ich ja, weiß es ist doch, ja, warum ist das? Ist doch geil. 2 Jahre noch, Nils, trust me. Ja, guck mal, Nikola, pass auf. Guck mal, hör mal zu. Ja. Worum geht's dir im Kern? Geht's dir um gutes Spiel und darum, ein geiles Spiel zu spielen? Oder geht's dir darum, dass der Beruf des Programmierers auf den Podest gehoben wird? Das ist die gleiche Frage, die wir vor der YouTube- und Internetrevolution hatten. Ich habe angefangen mit diesem Scheiß beim Fernsehen. Und damals gab es 32 Fernsehsender und Moderatoren sind in aller Regel nicht so früh gestorben, sodass die Plätze waren besetzt. Die Chance, ins Fernsehen zu kommen, war so gering. Und dann kam irgendwann YouTube und andere Internetplattformen und Twitch und so,
Und auf einmal konnte sich jeder vor eine Kamera setzen und sein eigener Sender sein. Das ist exakt die gleiche Entwicklung. Weg von einer kleinen Elite, die das Endprodukt bestimmt und das du konsumierst, hin dazu, dass jeder theoretisch da draußen mit seinen Ideen die Mittel bekommt, was draus zu machen, was den Leuten vielleicht gefällt. Ja, das haben wir ja schon. Und dann hast du vielleicht eine Million Spiele und es ist alles ein bisschen unübersichtlicher, aber es werden sich auch innerhalb dieser Million Spiele die durchsetzen und die gesehen werden können, die gut sind. So ist es, genau das Gleiche siehst du jetzt bei Twitch. Das ist das Problem. Nee, das ist das Problem. Genau, bei Twitch haben wir das Problem ja auch, dass die Sichtbarkeit ein riesiges Problem ist. Je mehr Leute es werden, desto stärker sinkt die Sichtbarkeit und desto weniger gute Spiele findest du jetzt mit bei Steam. Findet man ein gutes Spiel bei Steam, was jetzt unter den, heute kommen 100 Spiele raus pro Tag. Und woher weißt du, dass das ein gutes Spiel ist? Hast du ja, aber woher weißt du denn bei Twitch? Woher weißt du denn bei Twitch, dass jemand ein guter Streamer ist? Da gibt's ja auch nur die Elite, wenn du so willst. Wer ist denn noch neu bei Twitch und steigt durch? Das gibt's ja auch nicht mehr, so wie früher bei YouTube. Die Zeiten sind vorbei, das, wo sich dann wer Neues durchsetzen kann. Das ist vergangen. Naja, aber du würdest doch schon mir zustimmen, dass die Bandbreite an Bewegtbild sehr viel größer ist und die Möglichkeit, sich was rauszusuchen, was einem gefällt, sehr viel größer ist als vor 20 Jahren mit 32 TV-Kanälen. Ja, aber es ist halt nicht nur ein Vorteil. Weil die meisten Leute sind dann doch Bequemlichkeitsmenschen und Leute, die nur Bekanntes konsumieren. Dadurch gibt es halt nicht so viele Leute, die auch was Neues auf der Suche sind, sondern auf Twitch halt nur diese Sachen anmachen, die sie kennen. Und dadurch haben neue halt schlechtere Chancen. Da gibt es halt Algorithmen, die das ein bisschen steuern können, wie bei TikTok, dass man halt auch neue Kanäle pusht. Was aber auch wieder ausgenutzt wird von größeren Kanälen, die halt dann Doppelkanäle aufmachen oder Dreifachkanäle und versuchen dann ihre Inhalte nochmal neu unterzubringen. So meinst du wie wir? Natürlich. Das ist so ein. Natürlich müssen wir das machen, das Spiel. Das ist das Problem. Der Algorithmus gibt das Spiel vor und wir müssen mitspielen. Ansonsten haben wir keine Chance. Und das ist ein bisschen das Problem da dran. Dir ist schon klar, dass meine komplette Argumentation auf einem einzigen Fundament ruht. Auf einem kleinen, dünnen Fundament, was im Gegensatz zu allem, was wir zur Statik gelernt haben als Menschheit, so aufgebaut ist wie ein Tannenbaum. Das ist ein sehr dünnes Fundament, was sich dann immer weiter argumentativ ausfächert und daher natürlich auch angreifbar an diesem Stamm, auf dem es ruht. Meine einzige Argumentation ist nämlich die, dass ich möchte, dass mein Spiel fertig wird. Ich weiß, aber das will ich ja nicht angreifen. Ich will deine oberen Argumente angreifen. Sonst fällt ja alles zusammen, das wäre ja schade. Aber ich bedanke mich bei Antje und anderen für nette Worte im Chat. Ich sehe das, das freut mich. Es wollen auch viele deine Spieleideen hören, aber ich möchte. Nee, wenn ich die sage. Nikola, wenn ich meine Spielidee jetzt hier raushaue, dann ist sie raus, dann ist sie weg und dann setzt sie jemand um und dann bin ich richtig traurig. Dann bin ich dieser Typ, der diese Sendung Late Nights erfunden hat, die dann von MTV geklaut wurde. Ja. Und denkt die ganze Zeit, ach, warum? Und dann bin ich verbittert. So, dann bin ich alt und verbittert. Aber du musst es so sehen, Trant hat auch seine Idee veröffentlicht. Die Art für ein Spiel, die wird auch nicht umgesetzt. Vielleicht war die Idee ja nicht so geil. War einfach nur sehr, sehr teuer. Wollte Shooter mit RTS, mit Aufbau, mit irgendwas verbinden. Also er wollte einfach das Leben nochmal nachbauen. Ja. Hat bisher noch nicht alle umgesetzt, komischerweise. Ja, woran kann das liegen? Das ist natürlich. Ja, ich weiß auch nicht. Ah, Arigato sagt natürlich aber auch, klar, wenn das Spiel dann umgesetzt wird, dann gibt es das Spiel und dann habe ich ja das Ziel erreicht. Aber ich will ja nicht nur, also es gibt natürlich, früher war ich nur so, hat mich das berauscht, dass irgendwas aus meinem Kopf umgesetzt wird. Das hat mir schon gereicht früher, dass ich dachte, so geil, ich habe mir eine Sendung ausgedacht oder ein Spiel oder irgendwas. Und allein, dass das aus meinem Kopf Wirklichkeit wird, das hat mich so krass fasziniert, dass mich das beglückt hat und das hat mir gereicht. Jetzt denke ich mir so, das will ich, was ich gerade gesagt habe, aber ich will auch reich sein. Ich will beides. Ich will beides. Ja, schwierige Ziele. Warum? Kann es auch abseits voneinander funktionieren oder muss es unbedingt in einem Projekt umgesetzt werden? Ich befürchte, die Spielentwicklung kann man jetzt reich werden, ist so ein Problem. Ja, das Spiel ist ja geil. Nee, guck mal, du unterstellst ja dem Spiel die ganze Zeit, dass es nicht geil ist. Du denkst die ganze Zeit, okay, das Spiel soll fertig werden und dann ist es halt da und es geht den Weg, den alle Spiele gehen, die einfach unter ferner Liefen laufen. Aber dieses Spiel ist ja gut. Das sind richtig gute. Mein Ansatz ist ja nicht der, ich will ein Spiel programmieren, um Geld zu verdienen. Mein Ansatz ist ja, ich berausche mich an dieser Idee und spiele das Spiel in meinem Kopf und finde es mega geil, wenn es umgesetzt wird.
Aber ich will natürlich auch reich werden. Okay. Verstehst du? Aber es gibt ja, der Ansatz ist, Ansatz. Es gibt ganz viele Leute, und ich habe ja auch damals so ein paar Leute so kennengelernt, als ich Rocket Words gemacht habe. Handyspiel, Wortrate, Handyspiel. Und die ganze Industrie ist natürlich darauf ausgelegt, Geld zu verdienen. Und das ist ja auch völlig okay. Ja, aber die Leute cool. haben halt, die haben halt Informationen und Daten und versuchen dann Spiele nach diesen Daten zu kreieren. Was brauchen wir, um möglichst viel Kohle zu verdienen mit möglichst wenig Aufwand? So funktioniert die Industrie. Aber ich will ja, dass mein geiles Spiel das Licht der Welt erblickt. Das ist ja das ist mein Antrieb. Ja. Aber was verhindert, dass ich dieses brillante Spiel in die, also quasi Open Source zur Verfügung stelle, ist ja, weil ich auch Geld verdienen will. Ich will beides. Ja, okay. Kannst ja nacheinander machen. Das Spiel veröffentlichen und dann ordentlich Geld verlangen dafür. Ja, die Leute würden mir das eh aus den Händen reißen. Ich mach das. Ja. Und da ist es aber schon mal keine Frage. Wie lief das Handyspiel denn? Nicht gut. Das Handyspiel. Ja. Nee, das Handyspiel-Ding. Ein bisschen zu spät dran, ne? Nee, das war überhaupt nicht spät dran. Echt, das war das nicht nach dem ganzen Hype um die ganzen Mobile Games? Das war relativ spät bekommen hast. Das Problem mit diesem Handyspiel war, dass ich hatte eine Idee und dann kein App-Käufer, ja gut, das war vielleicht auch ein Problem. Ja, ne, also die Geschichte dieses Spiels ist eigentlich, ich hatte damals eine Idee und die sah auch noch anders aus als das Grundspiel. Mhm. Und das hatte ich dann auch, ich habe das Budi erzählt, glaube ich, und Budi ist dann, hatte sich mit einem Investor getroffen, weil er eigentlich so Spiele von sich auch pitchen wollte. Und ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam. Wahrscheinlich einfach, weil Budi ein netter Mensch ist und einfach ein guter Typ ist. Oh, oh. Hat er diese Idee von mir, glaube ich, da auch einfach mitgepitcht. Oh, shit. Und die fand er halt dann cool und wollte das dann machen. Und dann hat er mir ein Entwicklerstudio an die Seite gestellt. Also ein kleines Entwicklerstudio. Wow. Nee, Budi hat nichts vermasselt. Budi hat überhaupt nichts vermasselt. Budi hat es enabled. Ja. Budi ist der Gute in der Geschichte, wie so oft. Dass ihm die Rolle auch nicht mal langweilig wird. Genau. Und dann hat er mich mit so einem, hat er das gesagt, okay, er finanziert das mit ich glaube, es waren damals 20.000 Euro oder so, die der investiert hat. Mhm. Und hat dann mich mit so einem Entwicklerstudio zusammengebracht und dann haben wir uns zusammengesetzt und das sind in die Umsetzung gegangen. Aber im Verlauf des Prozesses hat sich halt die App-Idee nochmal komplett verändert. Hm, Klassiker, ja. Weil eigentlich war das eher so ein bisschen, meine Grundidee damals war eher, es war relativ komplex, ich hatte viele verschiedene Ideen dazu, aber ja, die Grundidee war eher, das ein bisschen wie eine Mischung zu machen aus Tetris und einem Wortspiel. Und zwar meine Idee, die Grundidee war damals, stell dir Tetris vor und du, es kommen halt Buchstaben runter und du musst mit diesen Buchstaben Worte formen. Oh Gott. Und sobald du ein Wort geformt hast, was in der Datenbank drin ist, verschwindet das Wort. Mhm. So und du musst Scrabble mit Tetris. Nee, Scrabble ist komplett was anderes. Aber ja, die verschwinden halt nicht. Also ja, du musst Worte legen, genau. Aber bei Tetris. Scrabble, ja, okay. Du hast recht, Scrabble, ich war gerade beim, ich habe mich sehr auf dieses Verschwinden des Wortes gerade konzentriert, aber du hast recht, bei Scrabble bleiben sie halt, aber du musst diese Worte legen mit den Buchstaben, die du hast. Genau, und der Gedanke war halt, okay, da kommt ein Buchstabe runter, du musst sie dann irgendwie anordnen und gucken, dass du Worte legst, dann verschwinden die und so weiter. Das ist natürlich jetzt erstmal, klingt das unglaublich schwierig und man ist halt die Frage, inwiefern funktioniert das? Aber da waren dann auch gewisse Sachen eingebaut, natürlich, die das erleichtert hatten. Sowas wie, dass du Buchstaben verändern kannst, dass du dir Buchstaben zurücklegen kannst. Also, dass es ein bisschen spielbarer wird einfach, weil so, wie ich es jetzt gerade erstmal geschildert habe, klingt es natürlich erstmal sehr, sehr schwierig. Aber es gab schon Mechanismen, um das zu erleichtern. Aber das ist halt klingt die aber cool. Gibt es, glaube ich, noch nicht so in der Form. Ja, das ist aber auch jetzt schon über 10 Jahre her. Ja, immer noch gibt es nicht. Ja, oder? Also der Markt war damals nicht so übersättigt so. Und genau, und dann haben die Entwickler aber natürlich haben die gesagt, das funktioniert so nicht und wir müssen da ein bisschen was anderes machen. Und das war natürlich erstmal blöd, weil ich, ja, keine Ahnung, mir ging es ja darum, eine Idee umzusetzen und nicht einfach eine App rauszubringen. Und dann haben wir aber diskutiert und gebrainstormt und die haben mich dann
die waren halt diejenigen, die es umsetzen mussten. Die haben halt viel mehr Erfahrung gehabt als ich und die haben gesagt, das funktioniert so nicht. Und dann habe ich natürlich auch klein beigegeben und habe jetzt nicht gesagt, ey, ich will das aber so machen. Und dann, Okay, ja, weil ich hatte zu der Zeit auch nicht das Selbstbewusstsein. Ich war halt so, ich hatte keine Ahnung. Schule bekommen. Der Investor hat auch das Geld für diese Idee gezahlt. Ja, aber die Entwickler waren halt so viel erfahrener als ich und die haben mir halt einen klaren Ratschlag gegeben und gesagt, was funktioniert so nicht, bla. Hm. Und ich hätte natürlich sagen können, ey Leute, ist mir scheißegal, let's go for it. Aber ich habe in dem Moment dann einfach, wie gesagt, weil dann heute würde ich es vielleicht anders machen. Damals hatte ich nicht das Selbstbewusstsein zu sagen, nein, das funktioniert, weil ich hatte noch nie in meinem Leben damit zu tun, ein Spiel zu programmieren. Und das war deren Bread and Butter. Und dann Bread and Butter. Und dann denke ich mir halt auch, ja, okay, wenn die mir Experten an die Seite stellen, dann sei halt auch kein Arsch und ignoriere die, sondern dann hör halt auch auf die. Und dann haben wir die Idee geändert und sind dann halt zu dem gekommen, was Rocket Words jetzt ist, was ja dann eher so ist, dass man am Anfang 4 Buchstaben zur Verfügung bekommt, hinter denen auf jeden Fall schon ein Wort steckt. So. Und also es ist nicht random, sondern das ist immer quasi schon ein existierendes Wort, was durcheinander gewürfelt wird, sodass auf jeden Fall ein Wort immer safe mit allen Buchstaben gebildet werden kann, aber natürlich auch logischerweise andere Buchstaben, so wie Maus und Saum, die dieselben Buchstaben benutzen. Und dann musst du halt das Wort durch Antippen der Buchstaben sozusagen bilden und dann kriegst du Punkte, wenn du weniger Buchstaben für das Wort verwendest. Zum Beispiel aus Maus kannst du ja auch ausmachen, dann kriegst du halt weniger Punkte. Das ist es dann am Ende grob geworden, was immer noch auch Spaß gemacht hat und glaube ich ganz cool war. Aber es war dann nicht mehr die Grundidee. Mhm. Und dann war das Problem, dass die Entwicklung über ein Jahr lang brach lag, weil der Programmierer, der einzige Programmierer, der den Code geschrieben hatte, hatte so eine Lebenskrise und hat nicht mehr daran gearbeitet. Und dann musste ich quasi ein Jahr lang, wurde ich nur vertröstet und hingehalten und keiner konnte weitermachen, weil das alles von diesem einen Programmierer abhing. Und dann hat das ewig gedauert, bis irgendwann eine Version da war. Und das war natürlich auch so, dass dann dieses Grundkapital, diese 20.000 Euro, die waren halt irgendwann aufgebraucht. Dann haben die Programmierer halt auch gesagt, so, okay, das ist jetzt im Prinzip, haben wir jetzt schon alles gemacht, was in diesem Budget vorhanden ist. Und dann hatten wir halt so eine Vorabversion. Das Problem mit dieser Vorabversion war, dass da überhaupt gar keine Mechanismen verbaut waren, die eine Refinanzierung ermöglicht hätten oder die so ein rollenspielerisches Ziel. Also die Idee war schon, dass man sich Sachen freispielen kann, dass man sich unterschiedliche Raketen kaufen kann, Grafiken und so weiter. Also dass es da alles noch so einen Überbau gibt, den du ja halt auch brauchst, um ein bisschen Geld zu verdienen. Es gab eigentlich gar keine Möglichkeit, außer mit dem einmaligen Kauf dieser App, womit man sich dann Werbung und so weiter wegmachen konnte und Statistiken freischalten konnte, gab es halt überhaupt gar keinen Grund dafür, Geld auszugeben. Und das ist natürlich Quatsch bei einer App, mit der du Geld verdienen willst. Und dann ist das alles so ein bisschen, hat der Investor natürlich auch auf der einen Seite gesagt, ja, okay, man kann ja, also verdienst halt kein Geld mit. Und die Entwickler wollten natürlich das nicht mehr programmieren für lau. Und dann ist die Version so geblieben, wie sie war. Und das war echt ein bisschen blöd, weil es halt insbesondere dieses eine Jahr, in dem das brach lag, wo nichts passiert ist. Da ist halt auch auf dem Markt super viel passiert. Das war genau die Zeit, als das mega abgegangen ist mit dem Mobile und das immer mehr wurde. Aber zu dem Zeitpunkt, als das alles losging, da war der Markt noch nicht so krass übersättigt. Ich sag nicht, dass es jetzt was geändert hätte und das Spiel mega funktioniert hat, weil es immer noch sehr anspruchsvoll ist. Und in der Version, in der es jetzt spielbar ist, seit 10 Jahren, ist es halt immer noch echt schwierig. Man muss sich da schon konzentrieren, das ist jetzt nicht so easy, aber es hätte deutlich mehr Potenzial entfalten können und als es hat. Deswegen, das war jetzt eigentlich am Ende des Tages gar nicht so eine richtig geile Erfahrung, die ich damit gemacht habe. Interessante Story. Ich spiele nämlich gerade so einen Prototypen dazu. Ich habe jetzt einfach mal bei Google Tetris und Scrabble eingegeben und da gibt es tatsächlich Prototypen, die es umgesetzt haben. Ah, echt? Das ist eigentlich ganz spannend, ja. Ja, die ist schon sehr nice. Ja, und ich frage mich manchmal so, in dem Konzept waren ja noch so wirklich dann so Items und zack. Also war jetzt nicht einfach nur so, das war schon ein bisschen mehr,
Ideen halt, wie man das spielbar machen kann und wie man das auch zu zweit geil spielen kann und mit verschiedenen Items und die man dann nutzen kann, die man und so weiter und so fort. Das war schon ein bisschen komplexer, also ein bisschen mehr zu Ende gedacht auf jeden Fall. Und ja, manchmal frage ich mich, wie wäre es gewesen, wenn ich das Selbstbewusstsein gehabt hätte, zu sagen, komm, ey, wir probieren das jetzt, wir machen das jetzt so, wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Aber zumindest habe ich dann, und das war so der Punkt, wo ich auch mit mir gehadert habe, weil ich habe mir gedacht, wenn ich das so mache, wie ich das will und es funktioniert nicht, dann kann ich hinterher wenigstens sagen, ich bin mir treu geblieben und die Idee hat nicht funktioniert, aber ich habe es zumindest so versucht, wie ich das wollte und ich trage dafür die Verantwortung. Aber ich kann mir insofern nichts vorwerfen, weil ich halt dabei geblieben bin und es so gemacht hatte, wie ich wollte. Ich bin aber Kompromisse eingegangen und damals dachte ich, das ist vielleicht schlau, wenn man so als jemand, der überhaupt gar keine Ahnung hat und keinen Hintergrund hat, auf die Leute hört, die Ahnung haben. Und im Nachhinein hätte ich einfach ein bisschen mehr bei mir bleiben müssen. Das war so ein bisschen die Lektion dahinter. Wobei ich jetzt auch finde, dass das Ergebnis jetzt ja nicht schlecht ist. Also ich war... Nö, das mit ist ja, hat nicht jeder auf dem Lebenslauf stehen, so ein fertiges Spiel. Genau, also ich fand das... ich bin jetzt nicht... gibt überhaupt keinen Grund, sich zu schämen oder sonst. Ich finde schon, dass die Idee gut umgesetzt ist. Aber, das sieht auch ansprechend aus, die Grafiken sind toll, es gibt es nicht so viele Bugs. Ja. Aber ich glaube, das ist so eine Entwicklerkrankheit, dass man halt immer sofort, wenn jemand anfängt, was zu erzählen von seiner Idee, erstmal die Arbeit sieht. Das ist so ein bisschen die... Normal. So, das ist Wahnsinn. Also auch wenn ich irgendwas höre an Spielidee, dann sehe ich schon so, oh Gott, Networking, oh Gott, hier das machen, das machen, das machen. Und das ist ja auch erstmal gut, damit man so eine Gegenposition hat, zu jemandem, der kreativ komplett freidreht und alles raushaut, was man für Ideen hat. Mhm. Nur, ich habe so gemerkt, in letzter Zeit, Prototypen bauen ist eigentlich immer so das Ding. Man merkt dann gleich so, macht Spaß, macht nicht Spaß, weil das ist so ein bisschen bei Spielen das Hauptproblem. Wie ist der Gameplay-Loop? Macht das auch Spaß? Und Spaß machen kann man nur rausfinden, wenn man es halt ausprobiert. Und deswegen, das kann man so theoretisch gar nicht besprechen. Man hört dann die Idee, denkt sich so, ja, im Kopf macht das, könnte das Spaß machen, aber man muss es halt vor sich haben. Spielen und gucken, Langzeitmotivation, wie sieht es damit aus? Und das ist so ein bisschen, wo sich auch die Spielentwicklung hinbewegt hat, dass man halt Investoren nicht Vertical Slice zeigt. Hier, guck mal, so sieht das Spiel komplett fertig aus. So würde es aussehen. Das zeigt man zwar den Investoren, aber vorher, anstelle davor, macht man halt absurd viele Prototypen und guckt, wie kann man die Spielidee wie umsetzen, damit sie am meisten Spaß macht. Und da sieht alles hässlich aus, alles sind nur graue Blöcke und es ist super, super basic. Aber man merkt natürlich sofort, okay, cool, das macht Bock. Und so funktionieren auch Mobile Games. Da wird 1000 Prototypen erstellt. Man guckt, okay, das macht Spaß in diesem kleinen Mini-Rahmen und dann hauen wir alles mit Werbung zu und veröffentlichen es einfach. Das ist super wenig Aufwand. Und dadurch gibt es halt diese Hyper-Casual-Games, heißt die ganze Branche. Man macht jetzt wirklich nur hier, ich rutsche eine Rutscherunde, ne? Kennst du vielleicht dieses Spiel? Ja, oder ich bounce auf solche Ringen oder muss ausweichen. Ich weiß, was du meinst, ja klar. Also, genau, das ist einfach mega simple Spiele. Ja, ja, genau. Und dieser einzelne Gameplay-Loop, es gibt nichts anderes in diesem Spiel. Haut man rein, macht mehrere Level und macht noch Musik, haut Werbung überall rein und fertig ist das Spiel. Deswegen, das ist für uns unbefriedigend, weil es halt viel zu easy ist. Ja. Aber halt, es ist halt monetär absurd viel wert, sowas zu machen. Aber das ist halt der Punkt, dass ich glaube, dass diese Art Spiele, da ist der Markt so zugeschissen. Auf jeden Fall. Und da musst du wahrscheinlich so von der Masse her vermutlich dann auch 1000 verschiedene Varianten dieses Spiels programmieren, um den Markt damit so zuzuscheißen, dass die Sichtbarkeit irgendwo von irgendeinem dieser Dinger, dass sie da durchrutschen und gesehen werden, gezockt werden, weil es wahrscheinlich, whatever, ich habe keine Ahnung, wie das läuft. Aber das ist halt so ein unromantisches Business, weil ich bin so ein Tagträumer, der ich bin, und mir ist völlig klar, dass jeder Ideen hat und dass die größere Qualität ist die Umsetzung der Ideen. Das ist leider so. Aber natürlich, wenn ich dann irgendwie in meinem Kopf irgendwelche Sachen baue und einfach Spaß dran habe, und dann überlegt man sich, okay, wie ist die Realität? Und das ist einfach ein kompletter Sweatshop, in dem einfach nur so en masse Sachen rausgekackt werden und nach Algorithmen und so gearbeitet wird, wo wirklich der Mensch abgeerntet wird, wie so, weißt du, einfach wirklich so wie so ein alter, knarziger Baum wird die Aufmerksamkeit und wird einfach so systematisch abgeerntet. Da ist nicht viel mit Romantik.